Hallo Grillfreunde, einer geht noch und zwar will ich heute Emmentaler machen. Der soll ein bisschen scharf werden und wie genau ich das mache, dann bleibt dran. Ganz stinknormaler Emmentaler am Stück, 400 Gramm circa. Und ich habe jetzt schon ein paar Käse gemacht, mit Kräutern, mit Kümmel, mit Pfeffer. Und jetzt mache ich halt noch was für mich, was Scharfes, mit Chiliflocken. Ich habe schon mal angefangen und zwar ist das einfach nur Knoblauch, den habe ich so fein wie möglich gehackt. Diesmal also nicht durch die Presse. Und jetzt mache ich da nach Gefühl, so wie ich das für richtig halte, Chiliflocken drauf. Seid da vorsichtig. Weil den Käse wollen wir ja noch essen. Es könnte zwar sein, dass der zweimal brennt, aber meine Frau lacht hier. Ja, aber essen soll man ja trotzdem noch können. Und wer hätte es gedacht? Natürlich muss der Käse jetzt damit versehen werden. Wie ihr das macht, das bleibt euch überlassen. Es klebt relativ schlecht immer am Käse, aber mit ein bisschen Fingerarbeit kriegt man das schön dran. Ihr seht das so, soll das letztendlich aussehen und da reicht auch das, was ich hier vorbereitet habe, locker aus. Zur Not kann ich immer noch ein paar Chiliflocken hier drüber streuen, aber ich denke, das ist gut so. So sieht's aus. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Schön mit Knoblauch. Und so soll das sein. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu den Chiliflocken. Also ihr seht, ich habe hier eine bekannte Marke. Aber da sind die nicht mehr drin. Ich habe da mal selbst welche gemacht. Das waren, glaube ich, Bird's Eye Chilis. Die habe ich getrocknet. Auf irgendeinem Markt habe ich die mal gekauft. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Zwiebelmarkt. Ich weiß es nicht mehr. Und die haben richtig Bums. Also deswegen habe ich nicht so viel reingemacht. Ihr müsst da halt ein bisschen ausprobieren. Am besten ihr kostet vielleicht vorher mal, bevor der ganze Käse damit eingerieben wird. Wie gesagt, ich möchte den natürlich auch noch essen. Und ganz so scharf mag ich es dann doch nicht. Knoblauch darf jetzt wieder trocknen, bevor es dann in den Rauch geht. Und dann sehen wir uns draußen am Räucherofen. Ganz kurz zur Temperatur. Ich habe jetzt 18 Grad eingestellt. Also höher als 20 Grad solltet ihr nicht gehen. Und da ist ja die eine Käsesorte und die andere. Jetzt komme ich mit dem Mikrofon daran. Kann man das so ein bisschen erkennen? Von unten vielleicht. Ja, ich habe die hier auf einem Gitter. Hier auf so einem, so eine Grillgage oder wie auch immer das man nennen will. Man kann die auch aufhängen, aber ich denke, das passt soweit. Der Emmentaler mit Chili. Ja, riecht sehr lecker. Hat eine schöne Farbe bekommen. 12 bis 14 Stunden hatte ich den jetzt drin. Und ja, wenn der so schmeckt, wie er riecht, dann ist alles gut. Deswegen probieren wir den mal. Schön der Emmentaler mit Chili. Geruchlich hervorragend. Natürlich Rauch. Man hat keinen wirklichen Rauchring jetzt bei dem Hartkäse. Der legt sich schön draußen rum. Aber nicht so viel quatschen, essen. Obwohl ich jetzt nicht so viel Chili da dran gemacht habe, kommt die Schärfe schön raus. Seid da vorsichtig, wenn ihr mehr wollt, dann macht halt mehr ran. Aber die Schärfe ist auf jeden Fall da und genau richtig für mich. Ich werde ihn jetzt essen, schön zum Frühstück. Und ja, macht es einfach mal nach. Rezept unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.